Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake 2. Ich bin Mr. Gutter 4, let's play in das Kaninchen. Wir haben eine Shotgun, eine doppelläufige. Und wir können die Tür öffnen, hinter der sich vermutlich unser Anrufer, unser Freund befindet. Ich gucke nochmal ganz schnell auf die Karte, ob wir noch irgendwas übersehen haben. Ja, haben wir. Was? Hier soll noch was sein? Oh, warte mal, die Tür kann... Ist das... Kann man dich... Nee, hä? Aber... Hier soll doch... Ja, genau da. Ach, das ist unten, das ist außen. Oder? Oh, vermutlich außen ist da noch einer. Oh... Da ist noch ein Wort der Macht. Das müssen wir natürlich noch finden. Hier oben ist das nirgends. Hier sind doch keine Pfeile. Normalerweise würden ja dann Pfeile da sein. Okay, dann wird das außen sein. Da unten wird das irgendwo sein. Wobei ich nicht weiß, ob wir da überhaupt hinkommen. Aber ich kann es doch nicht von hier aus sehen. Gut. So, lange noch gesucht. Tür. Tür, Tür, Tür. Nehmen wir Shotgun. Der dunkle Ort Ocean View Hotel. Interessantes Bild, was hier überall ist. Das ist doch ein Bild, beziehungsweise ein Tauchanzug, wie ihn Thomas Zane trug. Und das ist hier überall. Ist Thomas Zane unser... Ich meine, klar, es kann gut sein, dass Thomas Zane unser Freund ist, der uns hier hilft. Der ist ja nun schon sehr lange am dunklen Ort und kennt sich da schon besser aus als wir. Dementsprechend kann es sehr gut sein, dass er... Wir haben ja viel vergessen. Immerhin haben wir ja auch... Wo sind wir? Auf der Karte, nur mal so aus Neugier. Oh, irgendwo unentdeckte Karte. Haben wir vergessen, wer mit hier... Wie ist der? Tim? Tim Breaker? Doch, den haben wir ja vergessen. Zwischenzeitlich. 665, da ist das Zimmer. Sesam, öffne dich. The room was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? Okay, ein Projektor. In Alan Wake American Nightmare mussten wir mithilfe eines Projektors den Film von Alice zeigen, habe ich auch gerade wieder erst gesehen, um Mr. Scratch in Anführungszeichen zu besiegen, auch wenn wir wissen, dass wir ihn natürlich nicht besiegt haben. Und in Control war es ein Dia-Projektor, der in der Lage war, die Dimensionen, durch verschiedene Dimensionen zu gehen. Play me. Das ist die Spirale. Ach, diese Mannequins. Müssen die sein. Wer bist du denn? In this temple of shadow and mist,
There's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing. Am I standing still or running or kneeling? You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the hell? Or maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker. A celebrated auteur. I need answers. Why is return so important? What? Al, you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. Das ist das aus dem Control DLC. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room. 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 Geil. It's return, because we return. And that is how the magic happened. Enough of this bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratches! Your wife is safe back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. Hello? They're on to us. If anyone asks, you were never here. Das war Jesse. Und Dr. Oh, ich hab vergessen, wie schon wieder wie er hieß. Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. I had to write my way to it. Und genau das war die Szene davon aus, also das war die ganze Szene, wovon wir Ausschnitte in Control im AVE DLC gesehen haben, als wir im Ocean View Motel waren. Und dann gab es ja auch die Kommunikation mit Jesse und Tom, beziehungsweise Alan. Und die beiden haben, das müsste man nochmal in Freestyle-mäßig angucken, was da alles gezeigt wurde, was da alles gemacht wurde. Weil das war interessant, ne? Abgesehen davon, die Drogen genommen haben und sowas. Die Musik war auch richtig cool, das war auch American Nightmare. Aber, ach, das ist komisch, warum ist Thomas Zane ein Filmemacher? Er war doch Poet. Allerdings hat er sich ja auch selbst rausgeschrieben, das muss man ja auch sagen. Er hat sich ja selbst aus der Realität rausgeschrieben, um zu versuchen, also im Versuch, die Dunkelheit für immer mit zu verbannen, hat er sich auch rausgeschrieben als Backup. Und das kann natürlich sein, dass dementsprechend alles an Filmen und sowas auch verschwunden ist und nur diese letzten Reste, die Gedichte und sowas zurückgeblieben sind. Was ist das für ein Geräusch da draußen? Auf jeden Fall habe ich hier einen Hundekopf an meiner Seite. Ich brauche mal einen ganz kurzen Moment. Sorry. Cora-Mäuschen. Du Cora-Mäuschen. Du kleine, aufmerksamkeitszeichende Cora-Maus. Weiter geht's. Hund geknuddelt.
Ach, ein Echo ist das und das ist kein... Ich dachte, das wäre eine Person. Ich fand jetzt persönlich aber nicht, dass Alan und Tom sich sehr ähnlich gesehen haben, muss ich gestehen. War das der gleiche Schauspieler? War das der gleiche Schauspieler? Ich weiß es nicht. Was ein Bart mal ausmachen kann, ne? Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. Das stimmt. I was on the right path. Ich habe so einen aufmerksamkeitsheischenden Hund hier gerade neben mir. Hör auf, mich zu hauen. I would start at the entrance lobby. Ja, da, man sollte immer unten anfangen. Da können wir nämlich noch mal kurz rausgucken und das letzte Wort, oder das eine Wort der Macht noch suchen, was da ist. The entrance hall set the mood where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. Ach das, woher, also diese Ideen, die er jetzt herholt. Woher holt er die? Also die Welt ist ja... Ist die Welt hier... Das ist doch auch nur ein Abbild, was geschaffen... Von wem wurde das geschaffen? Und von wem zieht er gerade die Gedanken und Ideen für diese neuen Szenen? Irgendwer hat sie ja dort platziert. Also auch irgendwer hat ja die... die Echos dort platziert, sozusagen. Da ist der Übergang, das heißt, dort müsste das Wort der Macht sein. Hier. Da ist es. Yes, Wort der Hilfe, sehr schön. Und jetzt müsste ich ja hier ohne Probleme immer wieder durchkommen. Ich habe die Tür jetzt geöffnet und ich muss ja bestimmt nicht wieder über den oberen Weg durch. Das wäre ja richtig mies. Ja, sehr gut. Worte Hilfe, was haben wir da? Nee, das will ich gar nicht. Ich habe eh noch nichts. Ich habe noch keine Möglichkeit. Ich möchte dorthin. Worte der Macht, Worte der Hilfe. Ich brauche noch Worte der Dinge. Ich habe noch gar keins gefunden. Wirkungsbereich der Leuchtfackel ist natürlich sehr nett. Vor allem, weil sie länger brennt. Und ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Das sind ja so Notfalldinger. Und ich weiß nicht, ich hoffe mal, dass da auch die mitzählen, die ich als Rescue nutze, für den ich gegriffen bin. Dass die dann länger brennen und ich zum Beispiel nachladen kann oder mich kurz heilen kann. Kann ich da rein? Ja, kann ich. Bevor ich das mache, gucke ich mich nämlich mal um. Was ist das da? Eine Karte vom Ocean View Hotel. Büro 101, 104. Raum not found. So, you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. Uh-huh. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. You were like kids playing with a Ouija board,
And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. Oh Gott. Das klingt gruselig. Was ist das hier? Speicherraum. Hätte ich auch hier hingehen können. Naja, egal. Ist das Loot? Ist das Loot? Nein, ist kein Loot. Jetzt ist nur die Frage, wie mache ich das hier? Ich habe ja echt kaum noch Material, also Platz für Material. Ich würde aber auf jeden Fall gerne noch das hier wieder mitnehmen, die Traumakissen. Und dann hoffen, dass der letzte Slot für die Leuchtpistolenmunition ausreicht. Und eigentlich müsste ich auch mal weiter mit der Geschichte von Saga spielen, aber ach, ich finde die von Alan so viel spannender und cooler. Hallo. Da, Dreieck. Please do not disturb. Kannst du die Tür zumachen? Vielen Dank. Das da drüben ist der Raum für Control. Yay, Pistolenmunition. Der Koffer ist leer. Oh, hier ist noch was. Was ist da drin? Nichts! Yay! Die Badewanne ist auch leer. Hier ist aber auch nichts drin. Wir gucken uns mal noch so um. Hier draußen schlawinert. Was ist das für ein Bild? Eine Frau, die liest. Okay. Draußen schlawinert einer umher. Und ich weiß nicht, da er sich bewegt, habe ich das Gefühl, dass das schon ein Bösewicht ist, der auch angreift. Oh, das sind zwei. The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. Aber noch nicht. Da sind wir nämlich noch nicht. Okay. Das, oh, hallo. Das rote Zimmer! Aus dem Lied von Control. Kannst du bitte mal gehen? Muss ich euch umbringen? Ja. Warum ist hier dieser Filter? Woo. Das ist deine Geschichte? Das ist my story? Okay, das ist auf so vielen Ebenen gerade spannend. Erstmal, hier ist ein Echo. Noch? Okay. Aber das rote Zimmer. Kann ich da raus, oder? Seid ihr mir jetzt die ganze Zeit böse? Nur mal so pure Neugier. Könnt ihr euch die Tür einfach vor der Nase zumachen und ihr vergesst mich? Wie jeder gute Gegner? Stuhl, komm mal klar in deiner Welt. Was habe ich denn hier noch? Nur noch eine Blendgranate. Das sind halt viele Gegner, ne? Okay. Natürlich. Okay.
die auch nichts zurücklassen, die Nasen. Aber zum Glück sind die jetzt weg. Ach, hier. Warte, was stand da? Also, Schlüssel für das Zimmer. Achso, das haben. Okay. Auch das Symbol habe ich noch nicht gesehen. Also, das ist Control. Den Raum kenne ich nicht. Und das hier ist. Der rote Raum 104. Ich konnte nicht rein. Ich war etwas missing. Und das ist ein Bild von dem Baum, von dem, wo der Übergang ist. In dem Lied Take Control, ich habe ja erzählt, dass, wenn man dort Abschnitte rückwärts gespielt hat, ist nicht euer Ernst, dass ihr dann neu spawnt? Ich habe euch also umsonst umgebracht? Really? Dass denn dort bestimmte Informationen drin waren. Die Vorbereitung für das Theaterstück lief in der Frucht. Unter anderem rückwärts über ein rotes Zimmer geredet wurde. The plot changes shape the world around me. Stimmt, die haben auch, Alan und Thomas haben auch mit diesen Masken rumgespielt. Layers upon layers. A play about a murder cult, infiltrated by a real murder cult. Ein verbotenes Theaterstück, das zurück ins Leben gehört. Vorab sind alle zum Ball im Ballsaal eingeladen. Ah, da könnte ich nur wieder hochfahren zu dem Zimmer von uns. Ist das was? Ein Buch. Aber was bringt mir das jetzt, wenn ich... Das ist ein Behälter, okay. Und da ist eine Untersuchung, okay. Offensichtlich habe ich was übersehen. Zum Glück wird das alles auf der Karte angezeigt. Also irgendwo hier soll ein Behälter sein. Hier soll... noch bin ich blind! Lass mich das gleich mal nutzen. Mehr Slots. So, und jetzt soll hier irgendwas untersucht werden. Es geht doch nicht nur hier rum, oder? The ballroom was where the pre-show ritual was held. War das die Untersuchung, die ich machen sollte? Ach ja. Okay, finde heraus, was im Ballsaal passiert ist. Aber wie? Muss ich jetzt zur letzten Szene? Und dort die... Mist, Mist, Mist. Muss ich das jetzt hier machen auch? Hübsch. Hat sich schön verändert. Was ist das? Was steht da? The prop room had been changed from room 104 to room 225. Oh. The troop were busy building their own Wicker Man, where they themselves would be sacrificed. Oh, 104. Schnell, schnell, schnell. Und zu die Tür. Nein, lass mich doch drinne. Oh, Helen.
Auch in Control musste man auch durch Räume, durch Ave-Gebiete, wo Züge waren. Oder so Zugweise, so U-Bahn-Zugwaggons, wenn ich mich nicht ganz täusche. Muss das sein? Zum Glück habt ihr keine Arme und Beine. Natürlich nicht ganz so gruselig. Warum? Ist doch nicht. Tu doch nicht Note. Es ist alles ein Traum. Kadar, vergiss das nicht. Und es ist immer gut, wenn sie einen Speicherpunkt geben. Es ist ein gutes Zeichen, wenn plötzlich ein Speicherpunkt da ist. Warte. Das ist eine Straße, wo Leute im Nebel stehen. Okay, ich dachte schon. Sind wir jetzt in 225? Ja. Wir sind hier in der zweiten Ebene. Wie komme ich zum Ballsaal? Lustig. Lustiger Sprung. Okay, also hier geht es erstmal zur 223 und 224. Gang im ersten Stock. Ich muss einfach den Gang hier einfach runterlaufen. Das Symbol habe ich da schon gesehen. Oh, er kommt zurück. Okay. Mach die Tür zu. Da drüben ist Licht. Das ist schon mal ganz gut. Der ist leer. Oh, das ist schon wieder sehr, sehr gut. So gruselig schon wieder. So eine angespannte Atmosphäre. Ich persönlich bin jedenfalls sehr angespannt. Ich finde, oh Gott. Warum ist da ein... Der hat Arme. Warum hat der Arme? Ah, warum hat die Arme? Mir doch egal, ob das ein der oder die ist. Hey, Baby. Tu das Note, dass du existierst. Oh, warum seid ihr da jetzt draußen? Oh, das ist so gruselig. Das ist so gruselig. Bin ich eigentlich? Ich bin jetzt einfach in irgendein Zimmer reingelaufen. Da rein. Und jetzt komme ich hier irgendwo hin. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier hinkomme. Wo bin ich jetzt? Im Nichts. Zu 202? Nach da drüben? Aha. Realität ist das, was du daraus machst, Kata. This is where they gathered before the play. This is where it began. Ja. Das ist, wo der Mord begann oder beginnen wird. Oh, hey, buddy. Alan Wake.
mal die Tür wieder zu. Vielen Dank. Ich würde sagen, das ist ein guter Moment, um für heute Schluss zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.